Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Stellaris. Wir sind hier wieder im Osten des Universums sozusagen, wo wir jetzt eigentlich schon ziemlich große Kontrolle haben. Wir haben in zwei Kriegen jetzt schon das Caradox United Communities deutlich dezimiert und das ist natürlich unser Vasall hier, die Confederation of Ipa-Gotyl. Das konnten wir leider den anderen nicht mehr abnehmen, das ist ein bisschen schade. Aber macht auch nicht so wirklich. Unsere Flotte ist leider vermisst. Das ist auch ein bisschen schade. Ich hoffe, sie kommt bald wieder. Wir sehen es hier. Sie wird einige Zeit vergehen, bis sie uns anschließen wieder. 25.11. steht hier. Okay. Transportplatten auch. Währenddessen hier sehen wir, wie hoch unser Truppenlimit aktuell ist. Das sollten wir doch mal ausnutzen. Ah, jetzt sind unsere Schiffe wieder da. Okay, und schwuppdiwupp haben wir dann natürlich auch katastrophale Energiebilanzen. Macht aber nichts. Wenn wir uns jetzt hier wieder unserem Planeten nähern, sollte das Ganze dann doch deutlich besser sein. So, wo seid ihr denn ganz? Warum seid ihr hier oben? Na gut, komm, die schicken wir mal hier hin. Wir müssen nämlich ja irgendwo wieder unsere Armeen landen, damit das Ganze ein bisschen günstiger ist. Hier immer auf irgendwelchen Planeten landen von uns. Und ich würde mich heute ganz gerne hier dem Sanctuary-Problem da widmen. Der Ringwelt. Das ist nicht unser Planet. Das ist auch nicht unser Planet. Das ist unser Planet. So. Zack. Die werden aber stärker hier. Research complete. Das ist nicht so gut. So, Bündnisangebot. Nein, wir wollen keine Bündnisse. Können wir was Neues erforschen? Fruchtbarkeit, arktische Welt, Hungerwelt. Wir hatten doch das Problem, dass wir oben was nicht kolonialisieren konnten. Was war das denn? Arktisch oder Tundra? Geht beides. Schauen wir uns doch mal einmal an. Was ist denn besser? Das ist die Tundra-Welt. Und das ist die arktische Welt. Dann nehmen wir doch lieber die Tundra-Welt. Ja, das machen wir. Tundra-Welt. Zack. In 11 Monaten haben wir die Schlachtschiffwerft. Das ist auch ganz gut für uns. So, unsere Schiffe kommen langsam aber sicher hier an. Das ist ganz gut. Alle bitte hier zum Planeten Nergoa. Schon vereinigen. So, und unsere Hauptstreitkraft sollte jetzt langsam sicher auch mal ankommen. So ist es. So, ihr euch hier hinzufügen. Und dann werdet ihr repariert. Das kostet uns ganz schön viele Mineralien, wie ihr hier seht, aber das ist es natürlich wert, denn wir müssen hier schon die Reparatur eben leisten, damit die wieder einsatzfähig sind. So, Reparatur abgeschlossen. Das wollten wir doch lesen. Jetzt warten wir tatsächlich nochmal eben ab 6 Monate, bis die Werft fertig ist. Dann können wir nämlich deutlich billiger die Schlachtschiffe bauen, weil sonst sind wir nach 2 Schlachtschiffen schon wieder am Ende. Oder nach 3. Ich glaube nicht mal 3, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel kostet ein Schlachtschiff? 1400. Okay, wir könnten nur 1 bauen, tatsächlich. Meine Güte. Ich meine, viel mehr wird es sowieso dann auch nicht werden, wenn wir ehrlich sind. 101 bekommen wir pro Monat. Naja. Okay. Wir haben 15.000. Die Frage ist, ob das schon reicht für die Regenwelt. Also ich würde eigentlich ganz gerne schon auf 20.000 oder so hochkommen. Das würde mir doch deutlich mehr Sicherheit geben. Und wie gesagt, wenn wir diese Ringwelt erforscht haben und wissen, was da so los ist, ich weiß nicht, ob da noch irgendwas dranhängt. Ich kenne mich damit halt noch überhaupt nicht aus. Research complete. Dann, ja, wir werden das erforschen und danach werde ich entscheiden, wie es weitergeht. Möglicherweise ist das dann das Finale. Denn mir fehlt hier so ein bisschen die Late-Game-Herausforderung, die das noch ein bisschen spannend macht. Also wir könnten halt jetzt immer weiter Kriege führen. Aber irgendwie unterscheidet das sich nicht so groß von dem, was wir bisher gemacht haben.
Das finde ich noch ein bisschen schade bei Stellaris aktuell. So. Forschung sollte jetzt gleich durch sein. Ah, ist schon durch, ne? Genau, stimmt. Wir haben ja gerade schon was Neues in Auftrag gegeben. Das heißt, wir können hier die Flottenakademie bauen. Ne, eigentlich wollte ich die Schlachtschiffwerft bauen. Flottenakademie ist aber auch nicht schlecht, oder? Ausweichen, Waffenschaden, Trefferchance. Können wir noch irgendwas da wegnehmen, was nicht so ganz so wichtig ist? Also Baukostenkreuzer brauchen wir streng genommen nicht mehr, ne? Weil ich werde ja jetzt so noch Schlachtschiffe bauen. Dann machen wir das auch nochmal. Zack, und auch hier bauen wir überall die Schlachtschiffwerften, auch wenn das teuer ist. Jetzt können wir uns die gar nicht mehr leisten. Noch ein paar Monate warten. Zwei. Wenn wir uns die ja auch noch leisten können. Ja komm, dann lassen wir die im Auftrag weg. Weil das bringt uns ja eigentlich nicht so ganz so viel. Wenn wir ehrlich sind. Negative Energiebilanz. Das ist auch nicht gut. Wir könnten allerdings mal wieder, ja ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht, auf unseren Planeten, auf unsere Sektoren schauen. Wir haben denen ja quasi aktuell die Zahlung völlig aussetzen lassen. Das ist natürlich Quatsch. Den Sektoren geht es ja eigentlich ganz gut. Das heißt, wir holen uns viel von denen. So bekommen wir das Doppelte. Das ist doch schon mal viel besser. Construction complete. Wir könnten jetzt noch weitere Construction complete. Können wir aber eigentlich gar nicht so richtig, weil wir verlieren, glaube ich, immer noch hier. Nee, Construction complete. Ein bisschen da. Aber ich würde sagen, wir nehmen trotzdem mal einen Erlass hier gerade weg. Noch. Das lassen wir schon, aber das nehmen wir weg. Denn damit das mal wieder ein bisschen steigt. Das wäre gar nicht so schlecht. So. Und jetzt machen wir trotzdem noch Verlust tatsächlich. Das ist ja unschön. Einzelne Transportflotte haben wir übrigens noch. Das scheint nicht mehr zu passen, oder was? So, dann landen wir hier. Ist das eigentlich inzwischen in unserem Einflussbereich? Ja, ne? Construction complete. Oh ja. Das hätten wir dann gar nicht so aufpassen müssen da. Naja, egal. Komm, wir bauen jetzt hier erstmal. Haben wir eigentlich noch eine Möglichkeit, die zu verbessern, unsere Schiffe? Die Adun-Flotten. Ich glaube aktuell noch nicht, ne? Nee. Gut. Sind ja auch schon ganz schön gut. So, Adun. Adun. So, mehr können wir uns schon gar nicht leisten. Das dauert jetzt noch ein paar Monate, bis es wieder weitergeht. Aber wie gesagt, ich denke, ich werde in dieser Folge auf jeden Fall mir nochmal die Ringwelt anschauen, was da so abgeht mit unseren Schlachtschiffen. So. Zwei Monate brauchen wir noch. Aufstände gibt es immer wieder. Research complete. Research complete, das heißt, wir können die Tundra-Welt jetzt kommen. So, das machen wir dann auch mal direkt. Ist das der richtige Planet? Nein, das ist gar nicht der Planet, den ich kolonialisieren wollte. So. Zack. Das wird dann natürlich diesem Sektor auch übertragen. Denn wir können uns ja keinen weiteren Planeten hier leisten. Aber das sollte doch ein bisschen die Einflussreichweite dieses Sektors erhöhen.
Und das können wir ganz gut gebrauchen. Außerdem lässt es das Kolonieschiff jetzt mal aufhören und das heißt, wir bekommen wieder ein bisschen mehr Energie, weil das kostet ganz schön viel Unterhalt, glaube ich. Jetzt sehen wir es nicht mehr. Jetzt haben wir natürlich noch mehr Unterhalt, weil der Aufbau so einer Kolonie auch ganz schön viel kostet, aber das sollte sich dann auch gleich irgendwann erledigt haben, möglicherweise. So, Dunschiff. Auch hier. So. Können wir euch das schon übertragen? Planet. Die Regierung geht nicht. Wo geht das denn? Ich vergesse es immer wieder, wo man das machen kann. Hier. Construction complete. Incoming transmission. Zack, zack. Abschließen. Construction complete. Gut, ist eingenommen. Wir machen immer noch deutlich weniger Credits hier gerade. Nicht schön. Aber egal. Wir schließen jetzt einfach mal unsere Armee zusammen und schicken die hier in die Ringwelt. Reservat durchbrochen. Ein gewaltiger Alien-Kampfverband hat es irgendwie geschafft, die Sicherheitsmauern des Reservats auf Krai zu durchbrechen. Die Alien-Krieger schwärmten aus und massakrierten viele unserer Kolonialisten, bevor ihr Haupttrupp von unseren Sicherheitskräften endlich ins Reservat zugetrieben wurde. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, dann kommt alle erstmal in das System. So. Sind hier alle die Second Stellar? Das geht natürlich nicht. So. Du machst dich dann auf. In diese Welt. Wir können noch einmal hier draufklicken. Okay, können wir nicht. Also, wir schauen noch einmal ganz kurz hier drauf. Wir haben 2,8. Also, hier sehen wir es ja nochmal. 1, 2, 3, 4... und 7. Zusammen mit dem vielleicht 7. 8. 9. Ja, eigentlich müsste das reichen, was wir haben. Aber wir werden es erleben. Wir werden mit unserer Flotte hier mal eindringen und schauen, ob wir das jetzt besiegen oder nicht. Es kann natürlich schief gehen. Wir werden es jetzt erleben. Incoming Transmission. Ja, wir wollen keine Bündnisangebote. Immer noch nicht. Langsam ist es doch mal gut hier. Ich weiß nicht, wann die uns angreifen. Oder ob wir sie selber angreifen müssen. Wahrscheinlich müssen wir sie selber angreifen. So, und jetzt wird es hier gleich abgehen. Genau. Jetzt bin ich gespannt, was wir jetzt hier erleben werden. Also ich denke, was man ja auf jeden Fall sagen muss, ist, wenn da was von denen stirbt, dann ist es für immer tot. Das ist ja auch eine defensive Struktur, das heißt, wir können uns auch zur Not zurückziehen. Vielversprechender Offizier, sehr gut. Haben wir also einen neuen Admiral, wir haben aber aktuell schon einen Admiral, von daher ist es erstmal egal. Situation log updated. Construction complete. Also im Moment fressen wir uns hier sehr gut durch. Situation log updated. Aber es kann natürlich immer noch schief laufen, keine Frage. Situation log updated. Wissenschaftler ein, der kommt dann schon mal hin. Situation log updated. So, wir haben bisher zwar schon ein bisschen was verloren, aber immer noch nicht viel. Das ist schon ganz gut. Aber das sieht so aus, als würden wir das hier besiegen können. Vor allen Dingen jetzt ist gleich die 2,8er Station besiegt. Das ist schon mal hier das Schlimmste gewesen. Unsere Schild oder unsere Moral ist jetzt, glaube ich, das ist die Moral. Ist jetzt nicht so bombastisch, aber sie lässt auch noch nicht zu stark nach.
Also die fressen uns hier schon ganz schön gut durch. Also gefällt mir das sehr gut. Situation log updated. Nochmal einen mit 1K. Und da unten ist auch nochmal einer mit 1K, aber lassen doch schon hier deutlich nach. Insgesamt schon. Ein paar Schiffe haben wir, glaube ich, verloren. Ein paar niedrige Schiffe, aber unsere Schlachtschiffe bestehen noch alle. Ist halt blöd, dass die alle gleichzeitig angreifen und man hier nicht irgendwie sagen kann, ihr sollt den oder den fokussieren. Situation log updated. Situation log updated. So, und jetzt sieht es so aus, als hätten wir es geschafft, tatsächlich. Und auch nochmal das zweite Forschungsschiff auch dazu. Jetzt müssen wir jetzt mal eben Wissenschaftler rekrutieren. Situation log updated. So, zack. Projekte erforschen. Ja, mal gar nicht schlecht. Also du kümmerst dich um die Projekte alle nacheinander durch. So, und dann wirst du dich darum kümmern, das System zu erkunden. Und dann bin ich mal gespannt, was wir hier so erleben. Also wir haben jetzt diese Ringwelt auf jeden Fall eingenommen, beziehungsweise die feindlichen Einheiten vertrieben. Das ist die Frage, was bringt uns das? Ich dachte jetzt eigentlich, dass da noch ein bisschen mehr passiert. Tatsächlich. Jetzt bin ich mal gespannt. Construction complete. Was wir jetzt hier sehen. Also der kümmert sich jetzt erstmal um die Anomalien. Oder um die Projekte hier, die Trümmerteile. Debris analyzed. Dafür bekommen wir, glaube ich, ein bisschen Forschung und sowas. Genau. Währenddessen sollte eigentlich jetzt hier das andere Forschungsschiff. Ja, das andere Forschungsschiff untersucht schon. So wollte ich das doch sehen. Bin ich mal gespannt. Jetzt geht es erstmal an die Sonne, so wie es aussieht. Ja, genau. Jetzt die einzelnen Planeten. Debris analyzed. Lebendes Metall. Während Wissenschaftsoffizier Kutork über ihre Erkenntnisse über die riesige Ringwelt im Sanctuary-System berichtet, kann sie ihre Ehrfurcht kaum verbergen. Die schiere Größe der Ringe übersteigt unsere Vorstellungskraft. Selbst die erforderliche Bauzeit für einen einzigen Abschnitt ist für uns utopisch. Die Scans decken eine seltene neue Ressource auf, die wir noch niemals zu Gesicht bekommen haben. Ein lebendes Metall, das überall in den Ringen vorhanden ist. Das Material könnte einer der Gründe sein, weshalb den Erbauern des Rings dieses Bauvorhaben überhaupt möglich war. Die Erforschung dieser Technologie könnte uns näher an ihr Wissen heranbringen. Toll. Erlangt der Technologieforschungsoption lebendes Metall. Okay. Bin mal gespannt. Gibt es auch überall Wissenschaftspunkte. Aber das wäre auf jeden Fall eine Welt, wo wir gut weitermachen können. Aber naja, Yurin Civilization getroffen. Wir haben auf der Sanctuary D die Gegenwart einer primitiven Alien-Zivilisation entdeckt. Derzeit scheinen sie nach ihrem Äquivalent einer Renaissance zu befinden, nachdem sie kürzlich das Mittelalter hinter sich gelassen haben. Wissenschaftliches Wissen verbreitet sich schnell und die Armeen ihrer kümmerlichen Königreiche sind mit groben Schießpulverwaffen ausgerüstet. Wir sollten den Bau eines Beobachtungspostens in Betracht ziehen. Okay. Seismische Störung. Auf Quaduld hat es viele Berichte über unerklärliche seismische Störungen gegeben. Die Beben, durch die viele unserer Siedlungen beschädigt wurden, können auf dem ganzen Mond gespürt werden. Bei der Untersuchung dieses Erdbebens haben unsere Wissenschaftler ein riesiges unterirdisches Höhlennetzwerk entdeckt. In den tiefsten dieser Höhlen lebt eine Art einheimischer Zivilisation, die sich mit ihren Tunneln in Richtung Oberfläche zu bewegen scheint. Dieses Verhalten könnte durch Bodenvibrationen in unseren Siedlungen ausgelöst worden sein, aber sicher wissen wir das nicht. Es ist unmöglich zu sagen, wie sich diese Aliens verhalten werden, wenn sie aus ihren Trümmeln strömen und auf unsere Kolonisten treffen. Wo nochmal? Auf Quaduld? Wo ist denn Quaduld? Wir müssen mit dieser Situation umgehen. Situation log updated. Wo ist denn Quaduld? Hua. Nee. Okay, finden wir nicht. Also eins meiner Planeten kann es ja nicht sein. Wir also hier mal eben nachschauen. Streak.
Zauberfand. Quadult. Da ist es. Mit Spezialprojekt. Das sollten wir vielleicht auch dann gleich noch machen. Aber noch nicht jetzt. Mal schauen. Ich will erstmal hier diese Welt erforschen. Das ist doch viel zu spannend, was hier alles noch passieren kann. Kundan-Zivilisation gesprochen. Wir haben auf Sanctuary G die Gegenwart einer primitiven Alien-Zivilisation entdeckt. Sie haben das frühe Dampfzeitalter erreicht. Es gibt sowohl eindeutige Beweise, dass sie sowohl Fahrzeuge als auch einfache Fabriken mit Dampfmaschinen betreiben. Debris analyzed. Okay. So, Sanctuary E. Da scheint auch irgendwas kaputt gemacht worden zu sein. Das sieht nicht intakt aus. Finun-Zivilisation getroffen. Sie sind im Moment im späten Mittelalter, haben gute metallurgische Kenntnisse und leben in einer Feudalgesellschaft. Die Druckerpresse beschleunigt die Wissensverbreitung. Interessant. Jetzt haben wir noch Sanctuary K und L, glaube ich, was wir erforschen können. Also hier gibt es sehr viele Zivilisationen und ziemlich viel Wissen, was wir da rausholen können. So wie es aussieht. Und die Kroll-Zivilisation, Prä-Raumfahrt-Zivilisation tatsächlich schon. Es gibt Anzeichen dafür, dass sie sich die Atomkraft nutzbar gemacht haben und in ihren vielen uneinigen Nationalstaaten könnte es zahlreiche Atomwaffen geben. Die Wahrscheinlichkeit einer selbst zugefügten Aussterbensereignis ist groß. Interessant. Debris analyzed. Okay. So, dann würde ich fast sagen... Enemy troops landing. Enemy troops landing. Oh, das ist schlecht. Nationalisten-Rebellion. Aber das, okay. Enemy invasion defeated. Das war nicht besonders schwer. Sehr gut. Da müssen wir uns also nicht vor in Acht nehmen. Also wir haben jetzt hier noch das Sanctuary-System, was wir jetzt erforscht haben. Und naja, bis auf da die Tatsache, dass wir hier viel Forschung rausholen können und hier relativ viele primäre... Planet lost to invasion. Station under attack. Was? Construction ship under attack. Debris analyzed. Moment, das geht ja nun mal gar nicht. Okay. Moment. Die wollen sich hier erheben. Das können wir natürlich nicht zulassen. Evading hostile fleet. So, wo sind wir hier? Hier ganz unten. Da müssen wir aber schnellstens was gegen unternehmen. System survey complete. Das habe ich ein bisschen unterschätzt gerade eben. Tatsächlich. Construction ship under attack. Station under attack. Können wir jetzt noch was erforschen? Incoming transmission. Hatten wir hier nicht irgendwas, was wir neu machen konnten, was wir gerade aus diesem Dings geholt haben? Nee, scheinbar nicht. Und dann nehmen wir nochmal die Schilde Stufe 2. Und hier holen wir uns nochmal einen neuen Wissenschaftler. Debris analyzed. So, und da müssen wir natürlich jetzt hier sofort einschreiten. Misserfolg unseres Forschungsprojekts. Das ist natürlich ärgerlich. Aliens tauchen auf. Die unterirdischen Aliens auf Quadult sind an die Oberfläche erschienen. Das ging aber schnell. Ihr Vorstoß scheint auf eine kleine Erkundungs- und Händlertrupp zu beschränken. Sie könnten gewillt sein, friedlich mit unseren Kolonisten zu leben und vielleicht sogar mit ihnen zu handeln. Wir sind von einem Repräsentanten kontaktiert worden. Okay. Unterirdische Aliens. Ist das Ding hier an? Könnt ihr uns sehen, Oberflächler? Wir verstehen, dass ihr aus dem großen Nichts kommt, das über uns liegt, jenseits des Steins. Wir hatten angenommen, dass dort kein Leben existieren könnte, aber offensichtlich ist das nicht so. Was sind eure Absichten? Erzählt uns von euch. Unser Reich erstreckt sich in alle Winkel der bekannten Welt, nur das große Nichts liegt jenseits unserer Macht. Wir haben viele schöne Städte, die von Flechtenfarmen und den Fischen ernährt werden, die wir in den großen Flüssen fangen, die durch unsere Zungen fließen. So leben wir, soll das wahrscheinlich heißen. Unsere Graber haben die schwachen Echos eurer Städte durch den Stein gehört, deshalb wollten wir das untersuchen.
Wir würden gerne mit euch im Frieden leben. Dann soll es so sein, Oberflächler. Lasst uns im Zeichen des Friedens zusammen auf dieser Welt leben. Wir haben großes Interesse, mit eurem Volk Handel zu treiben. Ich glaube, dass wir viel voneinander... Wir haben viel, einander viel anzubieten. Wir werden in unsere Städte zurücktreten und unsere notwendigen Vorbereitungen treffen. Okay. Construction complete. Das ist doch interessant. Hostile fleet engaged. So, jetzt wird hier gekämpft. Die Rebellion muss geschlagen werden. Das zählt auch tatsächlich als richtiger Krieg hier. Evading hostile fleet. Debris analyzed. Wir haben fast keine Energie mehr tatsächlich. Situation log so. Updated. Oh, Gouverneur Kreatur hat eine höhere Stufe erreicht und erhaltete die folgende Eigenschaft: drogensüchtig. Das ist bedauerlich. In der Tat. Lebensdauer minus 20 Jahre. Oh oh. Also erstmal wollen wir jetzt hier angreifen. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Hostile fleet engaged. So. Jetzt müssen wir den Planeten einmal wieder zurückerobern, dann wird das schon wieder funktionieren. Debris analyzed. Wie sieht es hier auf der Oberfläche aus? Gar nicht so schlecht, muss man leider sagen. Schließt euch mal zusammen zu einer Transportflotte. Okay. Sie haben sich ergeben. Bestmöglicher Ausgang. Xenoanthropologen. Mehrere Xenoanthropologen von Nergo sind zur Oberfläche von Quadul zurückgekehrt, nachdem sie lange unter den unterirdischen Aliens gelebt haben. Den Einheimischen dieser Welt. Während ihres Aufenthalts dort konnten sie viel über deren uralte Lebensart und Tradition lernen, wovon unsere Sozialforschung zweifelsohne profitieren wird. Okay. Und damit haben wir auch schon direkt hier in der Sozialforschung was erforscht, tatsächlich. Und alle möglichen Leute wollen sich mit uns verbünden. Ja, ich würde aber fast sagen... haben wir jetzt hier eigentlich ein Konstruktionsschiff? Ich würde gerne... Ja, komm, wir machen hier noch einmal die... Ich würde gerne Beobachtungsposten bauen. Tatsächlich in diesem System. Für 200. Forschungsstation und Bergbaustation. Also ich würde gerne noch uns Sanctuary untertan machen, tatsächlich. Allerdings würde ich ansonsten sagen... Haben wir jetzt hier schon viel von unserem Reich gelernt und wir sollten Incoming Transmission. Wir wollten hier angemeldet Zivilzugang. Nö. So weit kommt's noch. Zack. Also ich würde sagen, ich werde das Projekt jetzt hier erstmal beenden. Das heißt natürlich nicht, dass es für immer Schluss sein wird mit Stellaris. Aber fürs Erste schon. Also mir fehlen hier so ein paar Late-Game-Geschichten. Also wir haben jetzt zwar noch bei weitem nicht alles erforscht, aber wir können inzwischen ziemlich absehen, wie es weitergeht. Wir werden halt immer weiter Kriege führen müssen, um andere zu erobern, aber wir haben eigentlich schon das gesehen, was dieses Spiel beinhaltet, wenn wir ehrlich sind. Gut, man kann natürlich sagen, in EU4 ist das genauso, da muss man auch immer nur andere Länder erobern, aber irgendwie ist das nicht so, da ist das Ganze irgendwie noch ein bisschen spannender, dadurch, dass man auch ein bisschen aneinander vorbeilaufen kann, was die Armeen betrifft und so weiter und so fort. Egal. Also, deshalb würde ich sagen, ja, werde ich das jetzt erstmal beenden, dieses Projekt. Es wird später eventuell wirklich nochmal ein neues Projekt davon geben. Es wird ja sicherlich auch noch weiter an Stellaris rumgebastelt und es werden sicherlich noch weitere Add-ons und so weiter kommen. Vielleicht werde ich das dann wieder anfassen. Das werden wir dann sehen. Ich hoffe, euch hat dieses Projekt insgesamt doch gefallen. Das würde mich sehr freuen, denn mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, vor allen Dingen am Anfang, jetzt nicht mehr ganz so viel, was dann halt auch mit ein Grund ist, warum ich dieses Projekt jetzt hier beenden werde. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von Stellaris haltet, was ihr davon haltet, wenn ich das später nochmal wieder neu aufnehmen werde, dieses Projekt.
vielleicht dann mit einem anderen Universum, was dann, wo wir dann auch eventuell eine andere Alien-Spezies erstellen können. Vielleicht irgendwie themenbasiert, also wir hatten ja jetzt schon die Forschungsschiffe, die alle so heißen wie Einheiten aus StarCraft 2, aber vielleicht kann man da ja nochmal ein bisschen mehr machen, vielleicht auch mal ein Universum. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann eine StarCraft-Mod, das fände ich übrigens ganz cool dabei, für Stellaris, wo dann wirklich die Heimatwelten, der Zerg und so weiter da sind. Das Problem ist, dass es natürlich dann nur drei Rassen gibt, beziehungsweise, ja, kann man schon mehrere machen mit den zerstrittenen Protoss-Rassen, Tal'Darim und so weiter, sowie bei den Terranern dann Liga-Angehörige und so weiter. Also das fände ich cool, wenn es das irgendwie gibt, dann würde ich das, glaube ich, auch nochmal anfassen. Allerdings mit einem kleineren Universum. Ich glaube, das ist auch ein Problem. Hätte ich jetzt ein kleines Universum, dann würde ich sogar das Ganze hier noch durchspielen, aber das ist ja einfach viel zu viel für ein Let's Play. Wir haben jetzt hier gut 20 Folgen Spaß gehabt und ja, das ist eine ganz gute Zeit, würde ich sagen. Ja, das war's fürs Projekt, fürs Erste. Hier oben rechts könnt ihr jetzt auf ein anderes Projekt von mir klicken, nämlich auf das... Ah, weiß ich noch nicht. Ihr seht's ja, auf was ihr hier klicken könnt. Unten rechts gibt's ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.